Herzlich willkommen zum Kulturtreff Alter Stadtsaal. Weihnachten steht vor der Tür und passend zu diesem ersten Adventssonntag sind wir hier beim Kinder- und Jugendtheater, wo die Premiere stattfindet des neuen Weihnachtsstückes Engel, Schaf und Nashorn. Der Titel des Stücks macht schon neugierig und es warten hier einige Überraschungen auf uns und sehr interessante Gäste und Mitwirkende. Man überprüft jetzt mal, was in der Krippe für Figuren alle da sind. Ochs und Esel können nicht mehr dabei sein. Das Schaf hat uns sehr, sehr schnell gefallen, ein Engel. Und dann haben wir gedacht, es wäre eigentlich ziemlich spannend, noch meine Irritation reinzubringen. Weil jeder eigentlich denkt, ja, was soll denn das Nashorn da? Und dann musste man halt irgendwie eine Geschichte finden. Und dann war auch relativ schnell klar, dass das Nashorn das ist, was auch in gewisser Weise das Böse reintransportiert. Also oder zumindest derjenige ist, der das Böse ausführen soll im Auftrag des Athanel oder dieses gefallenen Engels, ja. Und spannend und neugierig macht natürlich auch, dass Sie jetzt sagen, Chris Winter ist ein Pseudonym, also nicht der richtige Name des Autors. Ist es dann auch kein Zufall, dass der Name so gut zur Weihnachtsgeschichte passt? Chris und Winter? Es ist ganz einfach so, dass der Autor, der wirklich schon viel geschrieben hat, der schreibt unterschiedliche Sachen. Der ist journalistisch tätig, so viel kann ich verraten. Schreibt fürs Schauspiel, also für Erwachsene und für Kinder. Und manchmal arbeitet er unter Pseudonym, als Journalist arbeitet er unter seinem wirklichen Namen. Ja, ich möchte Ihnen jetzt noch vorstellen, die drei Herren, die hier die musikalische Umrahmung des Stücks gestalten, unter Leitung von Franz Gehnen. Ja, und ich wollte fragen, wie seid ihr drei, wir kennen uns, deswegen sage ich jetzt auch du, ne? Wie seid ihr drei denn hier zum Theater gekommen, Hassan? Ja, wir haben mit Frau Weiß, sie hat uns zu Matthias mitgebracht und wir haben seit 10 Tagen Vorbereitung und Probe machen und bis jetzt. Das ist erste Vorstellung für uns. Und was meinen nun die Kinder dazu? Das ist ja die Zielgruppe. Mir hat es sehr gut gefallen. Die zwei Tiere, der Schaf und der Nashorn, zusammengearbeitet haben. Dass der Engel mit dem Schaf geholfen hat ein bisschen. Was ist denn so eure Funktion hier als Schutzengel? Was macht ihr denn? Und macht's Spaß? Ja, es macht sehr viel Spaß. Ich bin hier dazu gekommen über ein Projektmanagement, was die BASF veranstaltet, mit dem sozialen Aspekt Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation. Und es war hier das Kinder- und Jugendtheater. Haben wir 3 Tage lang Seminar gehabt und 2 Tage davon waren theoretische Einführung in das Projektmanagement und ein Tag war dann in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, das Nähen von Engelskostümen. Andere haben ein Werbekonzept erstellt, ein Plakat gemalt für dieses Stück, für dieses Weihnachtsmärchen. Und eine Gruppe hat das Beleuchtungskonzept entwickelt. Und es hat wirklich riesigen Spaß gemacht. Und und jetzt ist für den Abschluss, für die eigentliche Aufführung des Stückes, singen wir das Lied Stern über Bethlehem als Chor. Nachher.